Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, ich habe hier mal ein neues Projekt erstellt für unsere Objektorientierungskenntnisse, die wir hier haben, denn sonst wird es langsam ein bisschen unübersichtlich. Und zwar möchte ich eigentlich was recht Einfaches heute mit euch machen, nämlich die sogenannten Initializers. Die kennt fast niemand eigentlich. Dabei sind die eigentlich gar nicht so uncool. Ja, und zwar werden wir dazu einfach mal diese Methode hier aufrufen. Aktuell brauchen wir auch noch keine Vererbung oder sowas. Das ist tatsächlich, hat es eigentlich nicht viel mit Objektorientierung zu tun. Aber ich möchte hier einfach mal zwei Subs erstellen. Und ihr seht dann schon, was da passiert. So, zunächst einmal haben wir hier einen ganz stinknormalen Konstruktor, den wir ja schon aufgerufen haben hier. Und der gibt aus. Ja, wobei wir brauchen vielleicht nachher doch Vererbung mit dem Konstruktor und so. So, Sub-Constructor wird hier einfach ausgegeben. Das kann man ja machen im Konstruktor, das geht ja alles. So, und jetzt will ich euch die Initializers zeigen. Und der erste Initializer ist ein Static Initializer. Das ist folgendes: Da schreibt man einfach Static hin und macht dann so einen Code-Block quasi rein. Und ja, hier kann man dann auch irgendwelchen Code ausführen, irgendwelche Variablen instanziieren oder sonst irgendwas. Upsala, das wollte ich nicht. Static Initializer. So, und ja, jetzt kann man hier, also jetzt geben wir hier einfach Static Initializer aus und der ist quasi für die Initialisierung der Klasse zuständig, also für statische Initialisierung. Das ist das Spannende dran. Der wird auch tatsächlich dann nur einmal aufgerufen. Das werden wir alles nachher sehen. Ja, jetzt machen wir hier noch einen stinknormalen Initializer hin und der sieht noch bescheuerter aus. Der hat nämlich einfach gar nichts vorne dran. Das ist der sogenannte Instance Initializer und da schreibt, der kann man auch irgendwo hinpacken und das sieht dann so aus: Hä, was? Methode ohne irgendwelche Argumente, ohne Name? Was ist da los? Das ist auch wenn er mitten zwischen irgendwelchen wichtigen Methoden steht, ist das ein Instance Initializer. Und der wird für jede Instanz dieser Klasse, wird der jedes Mal von neuem aufgerufen. Also quasi ein Konstruktor auch. Allerdings wird der jedes Mal aufgerufen. Das heißt, egal wie viele Konstruktoren wir hier haben, wir könnten hier jetzt noch Public Sub mit einem Integer haben und mit zwei Integern und mit drei, mit vier, mit fünf, keine Ahnung. Jedes Mal wird dieser Instance Initializer vorher aufgerufen. Also egal welchen Konstrukt ihr da nehmt, und wenn ihr, das ist relativ praktisch, wenn ihr dann ein ja, wenn ihr hier zum Beispiel irgendwelchen Code ausführt, der jedes Mal ausgeführt werden muss, wenn ihr den Konstruktor aufruft, den ihr aber nicht in die Methode packen wollt. Warum man so Code nicht in die Methode packt, das erzähle ich euch im nächsten Video. Das sollte man nämlich tatsächlich eigentlich nicht tun. Ist schlechter Stil und kann echt zu Gefahren führen. Zeige ich euch aber, wie gesagt, nächstes Video. So, dann haben wir hier diesen Static Initializer und wir haben das hier. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann seid ihr mal gespannt, wie das Ganze ausgeführt wird. Okay, also wir haben zunächst einmal den Static Initializer. Das heißt, der wird zuallererst aufgerufen. Der ruft die Klasse auf, beziehungsweise der initialisiert die Klasse selbst. Also der initialisiert sozusagen Static-Variablen und so Spaß. Also der ist dann auch wirklich aus einem Static-Kontext, ähnlich wie eine Main, die ist ja auch Static. Ja, wenn ich dann hier oben irgendwelche Static-Variablen habe, dann kann ich die hier initialisieren. Das passiert im Static Initializer. So, im Instance Initializer passt da bitte bloß darauf auf, dass ich hier keine Methoden drin aufrufe. Das führt dann nämlich wirklich zu Verwirrung. Die sind dann nämlich teilweise noch nicht fertig gemacht. Also in den Initializern, die werden nämlich beide vor dem Konstruktor hier aufgerufen, wie ihr seht. Also der Konstruktor kommt nach dem Instance Initializer und der Static Initializer kommt wirklich nur beim allerersten Aufruf. Das bedeutet, wenn ich das jetzt hier rausmache, so, und das dann ausführe, dann wird der Static Initializer trotz allem aufgerufen. Das heißt, der wird schon quasi beim System, also wenn das System gestartet wird, wird der aufgerufen. Also da brauche ich überhaupt keine Klassen dafür erstellen. Und ansonsten wird halt hier bloß dieser Instance Initializer aufgerufen. Und danach, immer danach, der Konstruktor. Ich kann hier auch mehrere Instance Initializers haben, also ich kann hier noch einen hinpacken und dann werden die einfach aufgerufen in der Reihenfolge, in der ich sie hinschreibe. Ich schreibe jetzt einfach mal nur Inst rein. Natürlich sollte das schon in Anführungsstrichen stehen. So, hier sehen wir dann, dass die einfach der Reihe nach aufgerufen werden, aber
wenn es nicht unbedingt sein muss, schaut, dass er bei einem bleibt und schaut, dass er die wirklich ganz nach oben stellt. Vielleicht sogar in der Reihenfolge, wie sie aufgerufen werden. Das habe ich jetzt hier auch nicht gemacht. Also vielleicht zuerst der Static Initializer, der immer als erstes aufgerufen wird. Danach der normale Instance Initializer und danach die Konstruktoren. Packt es vielleicht alles in der Reihenfolge. Das hilft sehr beim Lesen. Also ist einfach nur guter Stil, das so zu machen. So. Ja, also so viel zu Konstruktoren. Wie gesagt, der Instance Initializer wird vor jedem Konstruktor aufgerufen. Das heißt, wenn ich jetzt hier public sub von int i aufrufe und der gibt dann aus sysout subconstr with param und ich definiere mir hier einen ja, genau so. So, dann wird hier auch der Instance Initializer vorher aufgerufen und danach kommt der Subkonstruktor. Das heißt, also der mit Parameter und auch der ohne Parameter. Das heißt, der wird jedes Mal einfach, da oben ist er, der wird jedes Mal aufgerufen, wenn ihr irgendeinen Konstruktor davon aufruft. Auch wenn ihr es implizit macht und hier keinen Konstruktor habt, also das geht ja auch. Gut, okay, in unserem Fall geht es nicht. Wenn wir hier absolut keinen Konstruktor haben, dann geht das hier nicht so. Dann funktioniert das auch. Dann wird der Instance Initializer quasi als einziges aufgerufen. Und das ist dann der Part, also der Instance Initializer und der die Variablen erzeugt. So, ja, das wäre zu diesen Initializers. Also die sind ziemlich nützlich, wenn man irgendwelche Sachen machen möchte. Im Prinzip, genau genommen, ist auch das hier, wenn ich int i schreibe und den gleichen Wert zuweist, ist es auch eigentlich genau genommen schon ein Instance Initializer. Aber passt da auf, denn folgendes, ich zeige es euch gerade mal. Also i kann ich ja hier eh nicht aufrufen, weil i ist nicht static. Aber hier raus kann ich theoretisch i aufrufen. Ich weise dem Ding hier gerade mal den Wert 5 zu. So. Sysout i. Okay. So. Und wenn ich das jetzt hier aufrufe, dann ist es hier schon 5. Allerdings, wenn ich jetzt diesen Instance Initializer davor packe. Ach, da ist es noch gar nicht. Ach, das ist ja schön. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass Eclipse das so macht. Theoretisch ist es nämlich durchaus erlaubter Java-Code, aber der Instance Initializer, das hier ist theoretisch ein Instance Initializer, aber das Zuweisen einer Variable ist eigentlich auch schon ein Instance Initializer. Das heißt, hier ist aktuell i noch gar nicht definiert und das führt dann zur Laufzeit zu einem Fehler. Ja, das ist die Gefahr bei bei diesen Initializern. Die werden quasi vor den Variablen ausgeführt, also quasi gleichzeitig, oder ja, kann man sich so überlegen, einfach von oben nach unten durch mit der Zuweisung von Variablen. Nur kann hier halt jeglicher Java-Code stehen, den man haben möchte. So, jetzt habe ich euch vorgewarnt mit Methoden. Ne? Wenn ich jetzt hier eine Methode habe, wie zum Beispiel public void foo, die sysout foo macht, mehr nicht. So, und ich gebe jetzt hier, oder ich rufe hier foo auf. So, dann funktioniert das Ganze. Das Problem ist, dass wenn ich jetzt hier in foo auf diese Variable i zugreife, dass ich dann keine Warnung mehr kriege. Und, ach, ja, okay, ich hab's jetzt, ja, gut. Ups, was war das? Eigentlich wollte ich bloß, genau. So, genau, das wollte ich euch zeigen. Wenn ich jetzt hier auf foo zugreife, dann kommt da kein Error mehr, denn foo greift zwar auf i zu, aber hier ist nur foo angegeben und danach wird i definiert und hier unten denkt sich das System nicht, okay, vielleicht ist i ja noch gar nicht initialisiert, denn es ist ja eigentlich eine Variable. Und wenn ihr jetzt hier auf foo zugreift, dann ist eben dieser Instance Initializer von diesem i noch nicht durchgelaufen, also sprich i ist noch nicht initialisiert, also standardmäßig in Java ist ein Integer eine leere Variable. Und eine leere Variable, die als Integer gespeichert ist, ist einfach 0 anfangs. Und deswegen haben wir hier, wenn wir i ausgeben, 0 stehen, anstatt 5, was wir ja hier oben theoretisch direkt zugewiesen haben.
Das macht jetzt noch nicht so viel aus, abgesehen davon, dass die Zahl einfach nur falsch ist. Wenn wir jetzt allerdings hier irgendwelche komplexen Sachen wie, keine Ahnung, Super S gleich New Super. So, das ist ja theoretisch auch ein Instance Initializer hier. Aber hier unten, wenn wir jetzt hier Super ausgeben, dann ist Super null, also noch nicht initialisiert. Es ist keine Instanz dieser Klasse, weil das ja noch nicht durchgelaufen ist. Und dann kann es dann Null Pointer Exceptions geben, die sogar zur Laufzeit zum Absturz führen. Sehr gefährlich das Ganze, deswegen achtet darauf, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Wenn ihr das nämlich hier unten macht, hier unten drunter, dann ist hier, dann sehen wir, ich habe jetzt i nicht mehr ausgegeben, dafür habe ich super ausgegeben. Dann sehen wir, dass es tatsächlich eine Instanz der Superklasse ist, also das hier hinten ist irgendwie die Referenz, wo das Superobjekt halt gespeichert ist. Nicht wirklich relevant jetzt gerade, aber wir sehen, dass es nicht null ist, sondern dass es tatsächlich schon gemacht wurde. Also es ist wichtig, in welcher Reihenfolge die Dinger hier stehen, denn die werden von oben nach unten einfach abgearbeitet. Gut. Ja, ich hoffe, ihr konntet mir jetzt soweit folgen und ihr wisst jetzt, was Initializer sind. Ziemlich spannende Sache eigentlich und wie gesagt, ziemlich nützlich auch, aber man sieht sie relativ selten, weil man da eben echt aufpassen muss mit Methoden, die man hier irgendwie aufruft. Ja, alles klar, dann. Jetzt hat mich doch tatsächlich noch jemand in der letzten Sekunde angerufen von diesem Video. Ja, okay, alles klar, also wir haben tatsächlich schon alles hinter uns und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao!